So, da sind wir wieder, meine Kumpels, Homies, Bros. Diesmal mit einer Ladung Assassin's Creed 3 von mir, Kevin, aus von Protoss Games. Da kann es gleich wieder losgehen mit der Story. Yeah. Yeah. Oh, da kann man ja... Da hätten wir ja beim vorigen Part gleich hier reingehen sollen. Zum Geschäftlichen. Ja. Geschäftlich, das will ich doch mal hoffen. Normale Waffen. Ein normales Schwert. Total normal. Wow, aufregend. Später werden wir wahrscheinlich eh mehr Sachen kaufen können. Eine Steinschlosspistole. 2000 Pounds. Das ist mir viel. Huh, teuer. Dass man früher auch so einfach Waffen kaufen konnte. Okay. Ja. Ach, ich glaub, Hört her! Der Postmeister möchte die Bevölkerung über einen... Ach, die Steuerung muss ich wirklich... Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumt und man stellt dort keine Frage. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon in Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Ach, willst du auch Assassine werden? Ach, diese Pferde hintern, die bewegen sich so symmetrisch. Nicht ins Pferd laufen, nein, nicht ins Pferd, in das Pferd rein. So, hier andocken, noch nicht. Willkommen in Boston. E-Mail erhalten, wie schaut man denn in die E-Mails? Puh, nix. Zurück in der Kletterstrecke. So, gehen wir mal in den Green Dragon, grüner Drache. Ach, wie weiß, Alter. Du Lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund. Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Ach. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Der ist aber gemein zu der Frau. Oder vielleicht sind sie verheiratet. Man weiß ja nie. Kurz husten. Entschuldigung. Wie atmosphärisch das hier alles ist. So, William Johnson. Ich kenne doch William Johnson, woher... Guter Junge, vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur?
Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sag mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Wir brechen auf. Natürlich. Tea, please. Huh? Erzählt mir von euch, William. Ja. Da gibt's nichts. In Irland geboren, katholische Eltern. Und ich merkte schnell, dass man damit keine großen Chancen hat. Also wurde ich Protestant und reiste auf Geheiß meines Onkels hierher. Doch ich fürchte, mein Onkel Peter war nicht der klügste Kopf. Er wollte mit den Canyon Kahaka Geschäfte machen, doch er hat sein Haus lieber fernab der Handelsroute gebaut und nicht auf ihr. Ich wies ihn natürlich darauf hin, aber, wie gesagt, nicht der klügste. Also nahm ich all mein Geld zusammen und kaufte mein eigenes bisschen Land. Ich baute eine Farm, ein Geschäft und eine Mühle. Zwar sehr bescheiden, aber in guter Lage. Und das macht den Unterschied. So machtet ihr Bekanntschaft mit dem Mohawk. In der Tat. Und eine äußerst wertvolle dazu. Doch keiner eurer Kontakte kennt eine Stätte der Vorläufe? Kein versteckter Tempel oder antike Bauten? Ja und nein. Das soll heißen, sie wissen von diversen heiligen Orten. Erdhügel, Waldlichtungen, Höhlen. Doch keiner passt auf eure Beschreibung. Aber nichts aus Metall. Und kein Leuchten. Sie liegt also gut versteckt. Sogar für sie scheint es. Ärgert euch nicht, Freund. Ihr bekommt euren Schatz der Vorläufer. Versprochen. Dann auf unseren Erfolg. Auf baldigen. Oh, das sind wohl Indianer. Diese Tomahawk und so. Das erinnert sich gleich an Tomahawk. Die Frau muss putzen und der Mann ist unten an der Rezeption. Oder auch nicht. Wir könnten ja eigentlich die Stadt mehr erforschen, aber ich glaube eher, die Zuschauer werden wollen mehr Story sehen. Zum ersten Mal kein weißer Bildschirm, sondern schwarz. Ja, wie bin ich so? Teleportation. Tja, was hast du mir zu sagen? Johnsons Botengang. Mission starten. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. War auch keine Beschleunigung. Hat auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Auskock und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Klingt gut. Ausgezeichnete Stratege. Akku, schießt man. Geht in Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Müssen ja Waffen nachgeladen werden. Das ist mal total cool. Alles hier so neu. Ich sehe fast kein Assassin's Creed mehr irgendwie. Sondern irgendwie deine Evolution. Für Nachladen.
Muss wohl stehen bleiben. Ich will die Mission irgendwie neu starten. Hoffe ich. Nervt es euch nicht so sehr? Nein, nicht Erinnerung. Ich will die Mission neu starten. Letzte Trick und laden. Also, ich sag mal, das war's mal für den ersten Part und wir sehen uns, nicht ersten, sondern mehr Part, für diesen Part. Und wir sehen uns gleich beim nächsten Part. Tschüss.